Wo immer man in den Osten fährt, die Bilder sind die gleichen. Alte Bausubstanz, neue Straßenlaternen und neue Nazis. So auch hier. Schatz. Ja. Nee, ich bin in Prittwitz. Prittwitz, Hamburg. Ja, nee. Nee, Wiebke, ich kann Paula jetzt nicht aus der Kita holen. Habe ich auch nie behauptet, nee. Weil ich in Brandenburg bin. Ja, und außerdem ist heute Dienstag, genau, und es ist dein Tag. Ja. Ja. Ich muss dich mal zurückrufen. Ey. Johnny, lass den mal in Ruhe. Soll er jetzt knuspern? Was machst du da? Was soll das? Johnny? Soll ich dir Bauch die Fresse machen? Willst du das? Johnny! Willst du das? Hey! Was geht's? Was? Lass mich in Ruhe. Johnny! Soll ich mal schießen oder was? So! Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation. Ja? War er? Los, Hände hoch! So, ja. Hey, stehen bleiben! Stehen bleiben! Da konnte man aus Deckweiß und Rot ja einen Ton mischen, der sich dann... Das ist ganz viel Post. Hallo erstmal. Lieber Sebastian, wir kennen uns nicht persönlich. Aber ich muss dir unbedingt sagen, wie dankbar ich für dein Buch bin. Falls du eine Fortsetzung planst, könnte ich auch eine Menge beisteuern. Vielleicht lernen wir uns mal kennen und trinken einen Kaffee. Hm? Ja und? Was ist daran so schlimm? Du gehst in 1000 Talkshows und trinkst mit 1000 Frauen Kaffee, während ich hier rumsitze wie ein Hefeknödel. Wo geht's heute hin? Köln, München, Schloss Elmau? Nee, ich trinke mit niemandem Kaffee. Und heute muss ich noch nach Prittwitz in Brandenburg. Und zur Vorbereitung guckst du dich selber im Fernsehen an. Du bist eitel. Du brauchst es, dass alle dich anhimmeln. Bitteschön. Siglinde Müller aus Karlsruhe. Svantje Wittkamp aus Hannover. Stella Gustafsson? Du hast immer noch Kontakt mit der? Warte mal ganz kurz. Es ist ein Thema, das alle in Deutschland angeht. Jeden betrifft, unbequem ist und gerne verdrängt wird. Der Umgang mit Rechts. Schreibung. Was ist denn hier los? Er hat mein Power falsch geschrieben. Du gehst in 1000 Talkshows und trinkst mit 1000 Frauen Kaffee, während ich hier rumsitze wie ein Hefeknödel. Und heute muss ich noch nach Prittwitz. Nina Schmidt, hochschwanger, zieht los, um ihren Freund zu suchen, der vielleicht von Nazis entführt wurde. Aber das ist längst nicht alles. Ich soll jetzt wegkicken, wenn ausländische Mitbürger auf offener Straße von Nazis vermöbelt werden, oder was? Na, keine Nazis. Wir müssen reden. Du kannst mal anrufen, wenn du Deutschland regierst und in Polen einmarschierst. Wie stellst du dir das vor? Hi Hitler! Hi Hitler! Mann, ey! Über Gewalt. Kissenschlag! Über die Polizei. Stopp! Wir können hier! Über den Verfassungsschutz. Sollten wir nicht stets aufs Neue abwägen zwischen der Effektivität unserer Arbeit und der Wahrung der Menschenwürde? Ach, ist doch Pappela, Papp. Über Jesus. Jesus Fresse! Jemand, der Hunde liebt, der kann kein ganz böser Mensch sein. Korrekt. Über Migranten. Es gibt so viele Libanesen. Die Russen, Albaner, Türken. Ein bekannter schwarzer Buch. Person of Color, bitte. Deutschland muss mal aufhören, sich in die Hose zu machen. Über die Antifa. Die Aufkleber da? Ist das so eine Art To-Do-Liste? Atomkraft abschalten, Castor schottern? Willst du dich über unseren anti-imperialistischen Kampf lustig machen, oder was? Und natürlich über Nazis. Morgen früh wird Polen uns angreifen, dann müssen wir zurückschlagen! Na, schicken Sie doch erstmal die Polizei vorbei. Die soll mal nachschauen. Mann, sind wir peinlich und kleinlich! Hey, Hitler! Komplett isoliert, ohne Zeitgeist und weiß ich, ein bisschen kultiviert! Oh lala. Seid ihr alle auf dem rechten Auge blind? Also solche Scherze, die sparen Sie sich mal bitte.